Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Toll, dass ihr das Video angeklickt habt. Hier in dem Video habe ich drei Sachen, einen PC, ein Notebook und einen Monitor. Das ist Müll oder das soll zumindest Müll sein. Ob es das ist, das werde ich jetzt hier in dem Video mal rausfinden. Die Sachen, die sind alle ungetestet, die sind so vom Schrott, vom Müll. Die standen auf der Straße und die sehen mir aber nicht allzu kaputt aus. Einige Sachen kennt man ja so ein bisschen, kann man direkt ja zuordnen, auch die Zuverlässigkeit. Und die Sachen gucke ich mir jetzt mal an. Ich hatte auf YouTube ja das Bild gepostet von diesen Sachen, einmal das hier unten und dann noch eine Abstimmung gemacht, was ihr meint, was ihr glaubt, ob die Sachen alle funktionieren, ob da kleine Defekte dran sind oder ob das alles kompletter Schrott ist und unreparierbar. Da haben über 2000 Leute abgestimmt. Super, danke für das Mitmachen. Und 75%, die haben gesagt, da sind nur kleine Defekte dran. Das ist bestimmt leicht zu reparieren. Das denke ich auch mal, würde mich auch nicht wundern, wenn die meisten Sachen noch funktionieren. Bei den YouTube-Abstimmungen, bei den YouTube-Umfragen, wie ihr sie hier seht, da kann man leider kein Bild zu posten. Das habe ich hier extra gemacht und für einige ist das ein bisschen verwirrend. Einige haben wohl die Abstimmung nicht gesehen, andere nur die Abstimmung und kein Bild. Müsst ihr einfach immer hier oben auf Community klicken und dann seht ihr beides zusammen. Ja, was sind das für Sachen? Das ist einmal ein PC, hier ein Acer, das ist ein Aspire M5810, Windows 7 steht hier nebendrauf, ein Core i5 ist dabei, dann hier auch eine GeForce, eine Nvidia GTS 240 mit 2 GB RAM und hier ist noch ein Acer Notebook, also derjenige, der das verschrottet hat, der hat wohl gerne Acer-Geräte gekauft. Und das ist noch ein bisschen älter und hier noch ein Monitor dazu und der sieht sogar richtig gut aus. Der Monitor hat auch keinen erkennbaren Schaden, dass da irgendwie mal runtergefallen wäre. Die Sachen, die riechen auch nicht. Manchmal riecht ja schon was verschmort. Da merkt man schon, okay, da hat es mal drin gekokelt, da wurde was drin heiß. Das ist hier gar nicht der Fall, auch nicht der Monitor. Und hier oben ist auch alles sauber. Ein Netzteil ist auch eingebaut. Das könnte natürlich defekt sein. Hier gekauft September 2009. Das ist interessant. Der PC dürfte ungefähr aus demselben Zeitraum sein. Und ich gucke mir zuerst mal das Notebook hier unten an. Das Notebook selbst, das ist auch nicht erkennbar defekt. Hier der Bildschirm ist okay. Hier unten, da sind die Tasten noch alle okay. Manchmal hat man so eine aufgequollene Tastatur, ist vielleicht schon mal runtergefallen. Sprung im Display oder ähnliches oder irgendwelche Herausbrüche am Gehäuse. Das ist hier alles gar nicht der Fall. Ist hier neben der Brenner. Hier ist der Stromanschluss. Netzteil war jetzt keins dabei. Vielleicht war auch nur das Netzteil kaputt. Ich habe das noch nicht eingeschaltet. Ich habe auch den Monitor, den PC noch nicht eingeschaltet. Und da kann ich gar nicht sagen, ob das funktioniert. Das wird man jetzt hier gleich sehen. Akku ist hier unten schon mal drin. Das ist natürlich nicht so doll. Also so einen alten Akku würde ich auf jeden Fall austauschen. Zumindest mal rausnehmen und nicht hier drin lassen. Und hier sieht man, was es ist. Es ist ein Acer Aspire 5570Z. Und ja, Netzteil ist ganz praktisch, sieht man hier unten. Habe ich mir schon mal hier hinten ein Ersatznetzteil rausgesucht. Muss ich mal gucken, ob das gleich passt. Und ja, 19 Volt wie immer. Und was hat das noch? Hier irgendwo ist das Herstellungsdatum drauf. Da steht dann hier 0612. Hier ist dieser Aufkleber 0612. Also wurde dann irgendwann im Laufe des Jahres 2007 oder eben auch 2008 verkauft. Sowas kann auch gerne mal ein, zwei Jahre auf Lager liegen beim Hersteller. Hier unten ist noch ein Windows Vista Aufkleber drauf und Windows Vista ist ja Anfang 2007 auf den Markt gekommen. Passt also alles zusammen und ja, hier oben ist der Akku noch drin. Probiere ich mal gleich aus, ob der angeht. Ich habe noch nicht mal auf den Einschalter gedrückt. Ich hoffe mal, da kommen keine Funken oder sowas. Das Design von dem Notebook ist so typisch aus 2005, 6, 7, 8, 9 so ungefähr. Da hatte man so silberne Gehäuse oder Gehäuseteile. Hier unten ist hier so aus Kunststoff, Silberfarben und auch hier dieses Design mit den Lautsprechern und den Knöpfen. Das ist so typisch, so zeitgenössisch aus diesem Zeitraum. Hier unten hat es nochmal so eine Art Mausersatz eingebaut in das Touchpad und ja, ich schalte es mal ein. Akku ist drin. Ich vermute mal nicht, dass da was passiert. Es passiert tatsächlich was. Und ich glaube es nicht. Also ich habe, wie gesagt, das Gerät noch gar nicht eingeschaltet. Hier unten leuchtet die LED. Eben hat man die Lüfter gehört. Hier leuchtet die LED grün. Und
Hier möchte jemand ein Primary Master HDD User Passwort haben. Könnte sein, dass hier eine Platte eingebaut ist noch. Kann natürlich sein, dass es einfach nur eine BIOS-Abfrage ist. Und ja, ich tippe mal irgendwas ein. Also LKW Peter wird es nicht sein. Und ja, kann man natürlich irgendwas jetzt erraten, ist natürlich. Aber alles natürlich nicht richtig, egal was man hier eintippt. Mal gucken, ja, jetzt wird das hier gesperrt. HDD Passwort Error Code. Und ja, ich tue mal einen USB-Stick rein und versuche mal hier ins BIOS zu gehen und versuche mal von einem Linux-Stick zu booten. Den USB-Stick habe ich reingesteckt und möchte jetzt hier erstmal ins BIOS, um davon zu booten. Gibt es aber auch ein Passwort, hat hier jemand eingerichtet und ja, Enter Passwort. LKW Peter ist es nicht, habe ich eben schon mal probiert. Ich habe noch mal im Internet geguckt und da gibt es noch ein paar andere Universal-Passwörter oder es gibt ja jede Menge Foren, wo irgendwas vorgeschlagen wird und da gibt es zum Beispiel das Passwort O70, und dann 1 und dann ein E. Mal gucken, ob das... Ne, das war wohl auch nicht das Richtige. Jetzt ist hier wieder System Disabled. Mal gucken, mal neu booten. Geht hier aber nicht. Tastatur ist komplett aus und ich schalte es neu ein. Von diesen Passwörtern habe ich schon bei vielen BIOS-Versionen viel probiert. Früher ging mal dieser LKW-Peter, aber das waren die 90er. Aber das geht so ohne weiteres jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich ihn eben versucht einzuschalten, ging er gar nicht mehr an. Kann natürlich sein, dass der Akku leer ist. Und da habe ich ja mein externes Netzteil, mein Universal-Notebook-Netzteil. Das hat jetzt hier 19 Volt. Hier gibt es diesen Adapter für drauf. Ich stecke es mal rein. Und da habe ich jetzt eben festgestellt, da gibt es scheinbar auch einen Wackelkontakt. Hier leuchtet jetzt das Licht orange. Ich gehe mal davon aus, dass das Laden bedeuten soll. Und aber je nachdem, wenn man am Stecker wackelt, dann geht's aus, wie jetzt hier zu sehen. Und da ist wohl auch auf jeden Fall hier ein Wackelkontakt hinten an der Platine. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund oder ein Grund, warum das Gerät irgendwann entsorgt wurde. Man weiß gar nicht, ob das bis jetzt lief, also bis 2019 oder schon seit 5 Jahren in irgendeiner Schublade liegt. Aber das schraube ich gleich mal auf, das lasse ich mal so liegen, lasse es ein bisschen laden und gucke zuerst mal nach dem Monitor. Der gefundene Monitor, auch ein bisschen staubig, aber ansonsten eben wirklich in einem guten Zustand. Mal gucken, hier hinten hergestellt, September 2009 steht hier drauf. Und an Eingängen hat er hier einen Digitaleingang, DVI, und dann noch einen analogen Eingang, also einen Sub-D-Stecker. Schließe ich einfach mal ein Kabel an. Hier habe ich den DVI-Stecker, der kommt aus dem Monitor hier rechts. Habe ich den eben rausgezogen, hat ja bis eben noch funktioniert. Da ist ja dieses Notebook angeschlossen, was hier hinten steht. Und dann brauche ich noch hier einmal Strom. Und mal gucken, ob die Sicherung hier drin bleibt. Dieser Stecker, der klemmt immer ein bisschen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Sicherung ist schon mal nicht raus. Aber hier drüben habe ich auch schon von dem Windows 10 Notebook so ein Ding-Dong gehört. Ich mach's mal an. Bild habe ich schon mal. Da unten leuchtet es rot. Soll das so sein? Oder kommt da noch was? Und ja, Signalkabel prüfen. Gucken, ob das hier hinten rausgegangen ist oder ob das hier am Monitor oder am Notebook liegt. Ich mache den Monitor einfach nochmal aus. Ich habe das Kabel rausgezogen. Manchmal funktioniert das ja nicht richtig. Hier drüben ist mein Notebook. Da geht das Kabel, sieht man hier drüben nebenan. Und der Bildschirm, der wird dann eben als zweiter erkannt. Ich stecke es nochmal rein. Und ja, siehe da, es funktioniert. Manchmal kann so ein Bildschirmdefekt auch irgendwo in der Kontaktierung liegen, dass irgendein Kabel lose ist. Also dass sie so klopfempfindlich sind, hatte man natürlich früher öfter, heute kaum noch. Aber kommt immer mal wieder vor oder dass man den Bildschirm irgendwie neigt und dann fehlen einige Farben. Und ich wackel hinten mal ein bisschen am Kabel. Aber nö, das ist einwandfrei. Das Bild ist auch stabil. Klar, jetzt flackert es natürlich ein bisschen, wenn man so drauf tippt. Aber das ist rein optischer Natur. Aber das Display, das funktioniert. Und ich kann das Ganze mal hier identifizieren und mal ein bisschen anders wieder einstellen. Da habe ich hier diese Option, diese Anzeige duplizieren, diese Anzeige erweitern, nur auf 1 oder 2 Anzeigen. Ich klicke mal auf Erweitern. Und jetzt ist die Maus hier drüben, möchte ich beibehalten. Und dann kann ich meine Fenster hier rüberschieben. Ne, so rum geht's. Und ja, das funktioniert wirklich super. Also
Kaputt ist der Bildschirm auf keinen Fall. Wirklich ein super schöner 16:9 oder irgend sowas in der Art. Auf jeden Fall Breitbildbildschirm, schöner Monitor. Und ja, ich kann nicht nachvollziehen, warum man sowas wegschmeißt. Ich habe den Bildschirm mal ein bisschen anders eingestellt. Hier drüben ist Bildschirm Nummer 1, das ist Bildschirm Nummer 2. Und da kann man bei Windows 10 ja hier draufklicken, kann sich hier dann auch die Auflösungen angucken. Also mein Notebook-Bildschirm hier drüben, der hat 1366 x 768. Und wenn ich hier auf die 2 klicke und jetzt runter scrolle, dann sehe ich die Auflösung von diesem Monitor. Und das ist Full HD 1920 x 1080. Also hier hat jemand einen Full HD-Monitor funktionierend 16:9 Breitbild einfach so entsorgt. Warum jetzt jemand hier so einen Monitor auf den Müll stellt oder auf den Müll schmeißt und noch nicht mal irgendwo in eBay Kleinanzeigen setzt für 5 Euro oder zu verschenken, das erschließt sich mir nicht. Aber da habe ich ja schon jede Menge Videos gezeigt, wo Leute Sachen weggeworfen haben, die definitiv kein Schrott sind. Und hier bei meinem Notebook, da ist das Licht hier jetzt grün, also der Akku scheint soweit geladen zu sein. Und ich habe hier einen USB-Stick, von dem kann man booten, da kann man diverse BIOS-Informationen auslesen. Werde ich gleich mal ausprobieren, aber vorher teste ich mal den Rechner. Der Rechner selber ist ein Acer, ist eben dieser Aspire 5810, wohl ausliefert mit Windows 7. Das heißt, man kriegt da auch noch ein kostenloses Windows 10 Update. Hier unten ist auch der Key, habe ich jetzt mal abgeklebt, hat 4 GB RAM und der Rechner ist von 2009, habe ich mal geschaut. Und hier oben steht drauf MediaMarkt Edition Lite und da sind diverse Programme noch dabei gewesen. Der Rechner hat laut Internet, ich habe das mal recherchiert, 899 Euro gekostet, 1,5 Terabyte Platte, dann i5 bis zu 3,2 GHz, das ist zumindest das, was das Internet gesagt hat. Toll hier auch, hier ist ein Blu-ray-Laufwerk drin, hier gibt es zwei Laufwerke, einmal hier unten das Blu-ray-Laufwerk, ein ROM-Laufwerk und hier oben dann ein normaler DVD-Brenner. Sieht dann so aus. Hier unten sieht man das Laufwerk, hier oben dann das DVD-Laufwerk, hier dann Blu-ray und hier ist einfach so eine dicke Plastikklappe davor. Ist ganz schön staubig hier innen drin. Also den Staubsauger, den hatte der Vorbesitzer wohl schon vor längerer Zeit auf den Sperrmüll gestellt. Ist wirklich ein eigentlich schönes Gehäuse. Hier oben, da ist ein Kartenleser drin, da kann man hier so drauf drücken, da klappt der hoch und da fliegt der Staub auch gleich mit raus. Da kann man hier SD-Karten reinstecken, MicroSD und hier Compact Flash und noch so ein paar andere Typen, Memory Stick wahrscheinlich auch. Kann man das hier wieder so runter machen, wenn man das nicht braucht. Und hier so wieder hoch, wieder runter. Hübsch gemacht, habe ich so noch gar nicht gesehen. Ein Schalter auch hier oben und hier hat es viermal USB. Ich schätze mal, das ist USB 2.0. Dann Mikrofon und Headset und hier ist noch so eine merkwürdige, undefinierte Klappe, die kann man so hoch machen. Dann kommt neben dem Staub auch noch viel nichts raus, also das ist ein Ablagefach. Keine Ahnung, wozu das gut sein soll. Wer es weiß, kann es ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht hat einer von euch ja auch so einen PC. Könnte sein, dass da eine CD reingepasst hat oder dass es ein Ablagefach ist für CDs. Ich glaube, die müssten da 1:1 reinpassen. An Schnittstellen hat das Gerät wirklich einiges zu bieten. Da hat es hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 USB. Mit denen obendrauf sind es dann 12 USB-Schnittstellen. Ist ja wirklich super. So viele habe ich auch noch nie gesehen. Ist leider natürlich alles USB 2.0. Dann zweimal ESATA. War ja so um 2009 ganz stark in Mode, dass man da extern Platten anschließt. Hat sich ja nie durchgesetzt und ist natürlich dann irgendwann auch verschwunden. Dann nochmal PS2, Tastatur und Maus. Und hier 7.1 Soundkarte müsste das sein. Hier unten dann die Grafikkarte, HDMI, DVI, VGA. Also das ist eine recht gute Ausstattung für das Jahr 2009 gewesen. Und ich mache den Rechner mal auf. Und ich habe die Schrauben schon mal rausgemacht und mal ganz grob reingelugt. Und ja, Staub hat es hier natürlich auch reichlich. Hier also einmal das Innenleben von den Rechner, da wird auch schon mal einiges geboten. Netzteil 80 plus Bronze von FSP. Ist, ich vermute mal, das Originalnetzteil könnte ich mir gut vorstellen. Das sind ja meist hier so Originalausstatter. Dann hat es hier einmal hier diesen riesen Trichter. Prozessor scheint gut drauf zu sitzen. Ich hatte ja schon einige Rechner, wo der Prozessor abgefallen ist, rausgebrochen ist. Aber das ist hier nicht der Fall. Je größer hier der Prozessor und der Kühler, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass der natürlich irgendwann rausrutscht. Was es auch reichlich hat. Hier hinten, das sind Staubmäuse, die sind hier vorhanden. Da muss ich direkt mal den Staubsauger holen. Das ist ja schon so ein bisschen eklig hier jetzt. Hier nochmal ein Lüfter.
hinten dran. Und ich kann mir gut vorstellen, das Gerät wurde mit Sicherheit sehr heiß und wird es wahrscheinlich auch immer noch als einer der ersten Core i5. Da hatten die das mit der Wärme noch nicht so ganz im Griff. Aber das ist natürlich immer von Rechner zu Rechner verschieden. Und eine CMOS-Batterie sehe ich schon mal. Hier ist die Grafikkarte, die Nvidia-Festplatte oder SSD fehlt. Oh, hier ist das Kabel, das hat derjenige ausgebaut oder die Platte hat derjenige ausgebaut. Und ich vermute mal, die Platte, die wurde wahrscheinlich auch mit einem Hammer bearbeitet oder liegt wahrscheinlich in irgendeiner Schreibtischschublade. Beides ist da, denke ich mal, möglich. Aber die beiden Laufwerke hier oben sind nur drin, das ist schön. Und ich gucke mal nach dem RAM, das ist hier unten auch noch drin. Da sieht man die RAM-Module. So sieht es jetzt hier innen drin aus. Da habe ich mal hier diesen Trichter abgemacht. Das ist dieser hier oben. Und da sieht man das alles hier ein bisschen besser und sieht auch, ob das überhaupt hier richtig drauf sitzt. Sieht jetzt richtig sauber aus, habe ich aber jede Menge Staub rausgemacht. Da waren richtig dicke Flusen drin hier. Und wenn ihr vorhabt, euch irgendwie beruflich im PC-Sektor oder im Elektroniksektor zu betätigen, dann solltet ihr auf jeden Fall keine Hausstauballergie haben, keine Milbenallergie. Die Grafikkarte habe ich mal ausgebaut und sauber gemacht und sieht ganz sauber aus, aber man weiß nie so genau, unter diesen Abdeckungen, da ist teilweise noch ziemlich viel Staub. Und ja, die Grafikkarte selbst sieht auch okay aus hier drüben, die Kondensatoren richtig gut und auch ansonsten sieht die nicht besonders gebacken aus. Ich hatte ja mal verschiedene andere Grafikkarten gezeigt, die auch optisch verfärbt waren hier unten drauf. Das ist gar nicht der Fall, die sieht eigentlich aus wie neu, aber das sagt eigentlich gar nichts, die kann natürlich auch kaputt sein. Hier ist noch das Herstelldatum drauf, 2009 und dann hier 0918. Also die ist auch jetzt ziemlich genau 10 Jahre alt, hat 2 GB DDR3 RAM, steht hier drauf. Und was steht hier noch drauf? GTS 240 ist es dann. Und die kann ich gleich mal testen. Vorher probiere ich mal das Netzteil aus. Da habe ich hier den Tester. Und guck mal, ob das überhaupt noch funktioniert. Netzteiltester ist dran gesteckt. Und jetzt hier noch ein Strom rein. Und ich muss das noch einschalten. Das Netzteil hat keinen Ein- und Ausschalter hin. Das ist ein bisschen schade. Den haben sie sich da gespart. Ich hoffe mal nicht, dass das Netzteil jetzt die letzten 10 Jahre Standby war und praktisch immer an war. Frage ist, funktioniert es? Funktioniert es nicht? Ich vermute mal, es funktioniert. Einmal FSP und dann 80 Plus. Naja, ist natürlich prinzipiell ganz gut. Ich denke aber mal, Acer hat da schon ein bisschen genauer hingeguckt. Ich schalte das hier hinten mal ein. Und tatsächlich, es passiert auf jeden Fall noch was. Und da habe ich hier 5,1 Volt, 12 Volt, 12,0 Volt, 5,1. Hier 11,9 bei den Minus, 12 Volt, das ist alles okay. Und nochmal einen zweiten Test. Nochmal ausmachen. Das läuft immer noch ein bisschen nach. Also ich habe den Schalter ausgemacht und nochmal einschalten. Das sieht eigentlich gut aus. Ja, ist auch gut und stabil. Alles soweit wieder zusammengebaut. Die RAM-Module, ich hoffe mal, die sind auch feste drin. Sie sind's. Und jetzt braucht die Grafikkarte noch Strom. Darf man hier nicht vergessen. Einige Grafikkarten, die haben irgendwo hier in diesem Bereich eine LED. Und wenn man den Stecker nicht anschließt, dann leuchtet die hier rot. Sieht man auch direkt. Sehr praktisch gemacht. Diese hat das scheinbar nicht. Ich ziehe hier nochmal den Stecker raus für diesen Lüfter hier oben. Das brauchst du jetzt wirklich nicht. Der bläst dann nach so einer Reinigungsaktion meistens auch nochmal extra Staub hier rein. Den Monitor, den habe ich umgeschaltet von dem Notebook hier auf HDMI. Ich habe den Stecker hier hinten angemacht, die Steckerleiste, und schalte mal ein. Laufen tut schon mal, das ist schon mal gut. Also ein bisschen Leben ist auf dem Mainboard drauf. Da hat es gepiept, das kam irgendwo hier raus und da hinten sehe ich auch ein Bild. Da findet er natürlich jetzt erstmal nichts zum Booten, ganz klar, ist ja auch nichts reingesteckt. Und hier habe ich die zwei Schalter, die muss man richtig tief reindrücken, jetzt habe ich noch aus Versehen ausgemacht. So, da geht's zu, da klemmt es natürlich. Diese Klappen kann ich auch nicht empfehlen, da gab es so um diesen Zeitraum 2009, 10, 11 jede Menge Gehäuse. Die hatten nochmal so eine Plastikklappe hier vorne. Mit dem Erfolg, dass die irgendwann immer hängen geblieben sind. Raus geht es meistens ganz einfach. Und hier beim Reingehen, da hängt es dann hier. Und dann holt das Laufwerk nochmal nach. Muss man mal sauber machen und muss das mal ein bisschen wachsen. Und dann hilft es meistens.
Mal gucken, ob ich hier von USB booten kann. Also wie es scheint, ist jetzt hier kein Passwort im BIOS drin. Gehe ich mal ins BIOS rein und guck mal nach. Das BIOS ist natürlich das richtig klassische BIOS, also nichts mit EFI, UEFI. Das ist ein ganz normales PC-BIOS. Dann Intel Core i5-750, die erste Generation, 2,67 GHz. Und ich, ja, das ist ja praktisch schon antik, das ist ja praktisch schon ein Sammlerstück. Und was hat es hier? 4 GB RAM und dann hat es hier BIOS und ja, Datum, das stimmt sogar, 23.08. Uhrzeit ist ein bisschen daneben. Dann hat es hier zweimal die optischen Laufwerke und hier kann ich danach jetzt auch meinen Kingston Stick gefunden. Prima, das scheint alles zu funktionieren. Ich gehe einfach mal auf Safe Exit und boote mal jetzt von dem USB-Stick. Da ist eben das Linux drauf. Und da schaue ich mal, ob hier alles funktioniert. Aber auch sehr löblich, die Grafikkarte, ja, die scheint ja auch noch zu funktionieren. Ich mache mal einen RAM-Test. Sollte man immer am Anfang machen, das macht Sinn. Die Tage war ein Zuschauer da, der hat mir einen Rechner geschenkt. Super, den zeige ich mal in einem anderen Video. Der hat aber leider ein defektes RAM gehabt. Da waren ein oder zwei Module kaputt. Und das sieht schon mal hier gut aus. Und ja, hier CPU-Temperatur 55 Grad, das ist natürlich auch im Rahmen. Ich lasse es erstmal jetzt hier einmal durchlaufen und dann sieht man auch, wie sich hier die Temperatur entwickelt und kann da gleich schon mal draus schließen, ob man die Wärmeleitpaste direkt jetzt tauscht oder erst später. Der RAM-Test ist fertig und hat prima geklappt. Keinerlei Fehler, no errors steht hier unten. Und CPU-Temperatur liegt bei 66 Grad. Das ist voll im Rahmen hier, wenn ich die Hand hinhalte, da merkt man schon, okay, da wird es ein bisschen warm. Von hier unten von der Grafikkarte, da kommen noch mehr Wärme. Das kann man hier schon spüren. Ich habe hier schon mal eine SSD bereitgelegt. Hier mein USB-Stick, da ist Windows 7 drauf, da ist Windows 10 drauf. Das installiere ich jetzt mal. Und hier hat es 4 GB RAM, das sollte auch okay sein. Hier sieht man dann von Samsung, hier steht dann W5309. Könnte natürlich sein, dass das hier heißt Kalenderwoche 53 im Jahr 09. Wäre natürlich komisch, Kalenderwoche 53 gibt es meines Wissens nach so in der Form nicht. Wer es weiß, was das zu bedeuten hat, ob das hier ein Datumscode ist, kann es einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich habe den USB-Stick getauscht, da ist jetzt ein Windows 7 Installationsstick drin. Die Lizenz, den Key, den habe ich ja. Der Key ist ja hier hinten auf dem Rechner drauf, hatte ich ja abgeklebt. Und ich vermute mal, da wird wahrscheinlich auch noch keinerlei Windows 10 oder sowas drauf gewesen sein. SSD habe ich angeschlossen, die passt ja prima hier rein. F12 Bootmenü geht total unkompliziert und da startet auch schon Windows 7 von dem USB-Stick. Und man hat ja im BIOS gesehen, das ist ja eine übersichtliche Sache, da braucht man sonst nichts weiter einstellen. Ist wirklich sehr unkompliziert. Mit Shift F10 gehe ich hier in der Eingabeaufforderung, starte Diskpart, lösche nochmal sicherheitshalber alles, was hier drauf ist. Viele haben geschrieben, ah, das braucht man gar nicht machen mit dem Clean. Das kann man ja auch gleich löschen, wenn man hier unten auf Weiter drückt. Das geht prinzipiell schon. Allerdings hat das den Nachteil, dass das Windows, das GUI, das GUI meistens nicht in der Lage ist, irgendwelche Systempartitionen zu löschen. Da kann ich im Diskpart einfach mit List Disk mir die ganzen Laufwerke anzeigen lassen. Laufwerk 0, das ist 111 GB, das ist so eine 120 GB Test SSD, wie ich sie hier habe. Und da sage ich Select Disk 0 und dann Clean und jetzt ist die SSD komplett leer, sozusagen Fabrik neu. Aber klar, die Daten, die da vorher drauf waren, die sind auch immer noch drauf. Also die könnte man wiederherstellen mit einem entsprechenden Programm, will ich ja nicht. Ich möchte ja nur, dass alle Partitionen jetzt hier wechseln und ich einfach Windows 7 installieren kann. Lizenzbestimmungen akzeptieren, Benutzer definiert, hier meine leere SSD jetzt, weiter und schon geht's los mit der Installation von dem Windows 7 und den Key, den tippe ich gleich von hier hinten ein. Schon fertig, hat keine 10 Minuten gedauert, das ging wirklich sehr schnell und das gebe ich nachher ein, muss ich erstmal den Rechner rumdrehen und da mal ein Foto von machen. Und schon ist die Installation gleich beendet. Schon fertig installiert. Ich gucke mal, was hier an Treibern installiert ist oder eben was nicht. Und ja, sieht sehr gut aus. Alles da, bis auf die Netzwerkkarte. Und ich gucke mal hier nach der Grafikkarte. Standard-Grafikkarte hat es gefunden. Das ist natürlich nichts. Da muss man natürlich den Treiber runterladen. Aber generell ist das Gerät hier wirklich sehr schnell, sehr flink.
Das Installieren hat jetzt 10, höchstens 15 Minuten gedauert und da habe ich auch nicht die ganze Zeit zugeguckt. Kann sein, dass er da mal irgendwann auf eine Eingabe gewartet hat. Hier habe ich nur eine externe Netzwerkkarte, hat einen Zuschauer geschickt. Und ja, aber die wird auch von Windows 7 nicht erkannt. Teilweise ist es ja praktisch, wenn man eine externe Karte hat und hat gerade keinen Treiber zur Hand für die interne. Da muss man nicht lange nach Treibern suchen, steckt man eine externe dran. Und dann findet Windows 7 meist automatischen Treiber. Hier jetzt leider nicht. Schade, muss ich doch einen Treiber runterladen. Ich habe mir hier einen Treiber runtergeladen für die Netzwerkkarte, für die eingebaute. Habe ich auf einem anderen Rechner gemacht und dann mit USB-Stick hier drauf installiert. Ist ziemlich einfach. Man geht hier auf den Rechner, wo man den Treiber verbraucht, klickt hier auf Netzwerkadapter und dann wird die Karte angezeigt. Dann eben als unbekannte Karte klickt man dann zweimal drauf. Klickt hier oben auf Details und hier bei Eigenschaft auf Hardware-IDs. Dann kriegt man verschiedene Sachen angezeigt. Hier zum Beispiel der Vendor, also der Hersteller ist 8086, das ist der Code. Und Dev, also Device, ist hier 10F0. Und dann tippt man in Google 8086 ein und dann 10F0 und dann Treiber oder Windows 7 oder ähnliches. Und dann findet man auch meistens direkt dann die Download-Seite. Hier ist es eine Intel-Karte und da habe ich die Verbindung schon hergestellt. Da installiert es scheinbar irgendwelche Updates im Hintergrund. Und da lade ich mir jetzt das Windows 10 Update runter. Gibt es hier auf der Seite tooltime.de Windows 10 runterladen. Klickt man drauf, kommt direkt zu Microsoft und kann hier sich das Tool runterladen. Klicke ich auf Tool runterladen und kann hier gleich direkt Windows 10 installieren. Geht wirklich super schnell. Also der Rechner ist wirklich nicht langsam, obwohl er nur 4 GB RAM hat, ist mit der SSD wirklich feilschnell. Einmal den Lizenzvertrag akzeptieren und dann jetzt Upgrade für diesen PC ausführen. Sind jetzt schon 23% und das geht wirklich super schnell und der Rechner ist wirklich viel zu schade für einen Elektroschrott. Ich gucke mir so lange nochmal das Notebook an und das ist hier anscheinend voll geladen. Hier leuchtet es grün, vorher war das orange und hier habe ich mir mal einen Boot-USB-Stick gemacht. Da ist ein FreeDOS drauf und da kann ich ein Programm starten, was das BIOS ausliest. Ich hoffe mal, dass der Rechner eben auch, also das Notebook von diesem USB-Stick jetzt bootet. Mal gucken, was da passiert. Gucken, ob es hier ein Menü gibt mit F12. Nee, das schon mal gar nicht. Und ich glaube, hier ist ein generelles Passwort drauf. Also da muss man erst das Passwort im BIOS löschen, ehe man dann überhaupt von irgendwas booten kann. Aber hier gibt es scheinbar keine Möglichkeit, an dem einen oder anderen Passwort vorbeizukommen. Entweder das Passwort fürs BIOS muss eingegeben werden oder das Passwort für die Platte. Ne, funktioniert nicht. Ich mach's einfach mal aus und schraub's mal auf. Mal gucken hier hinter, da sollte die Platte sein. Ja, ist es scheinbar. Zumindest ist da hier der Rahmen und da hat's noch mal eine Schraube. Die kann auch raus. Und dann kann man die Platte hier rausziehen. SATA-Platte, das ist es schon mal. Und Größe, was ist das hier? 160 Gigabyte. Ich kann die gleich mal an anderen PC hier drüben anschließen. Kann mal gucken, ob man da drauf zugreifen kann. Und ansonsten suche ich jetzt einfach mal die CMOS-Batterie. Könnte ja sein, dass bei diesem Notebook-Modell es noch ausreicht, dass man die CMOS-Batterie abklemmt und so das Passwort aus dem CMOS rauslöscht. Ich hatte ja mal einen anderen PC gab ein anderes Notebook, war das. Das war ein ThinkPad. Blende ich hier oben das Video mal ein. Da waren dann irgendwelche Passwörter in einem EEPROM gespeichert und das konnte man so ohne weiteres ja nicht löschen. Hier oben die RAM-Module und hier ist der Beginn von der Heatpipe. Hier drüben ist der Lüfter. Kommt dann hier die warme Luft raus und hier ist ein Kartenslot. Da kann man noch eine Karte reinstecken. Und das sind ja Karten, die gehen bis hier hin. Also hier ist keine Batterie. Hier hinten kann auch keine sein, weil eben da der Lüfter ist. Hier ist das optische Laufwerk dahinter und das ist ja ungefähr so groß, geht ja bis dahin. Und das kann man, wenn man hier reinschaut, ja auch schon sehen. Und die Batterie, wenn, ist auf der anderen Seite drauf oder unter irgend so einer Karte hier. Und da gibt es ja jede Menge Kabel hier drauf. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass da was sein könnte. Und die Notebooks aus dieser Zeit, die sind auch meist relativ einfach aufgebaut. Ja, sieht ganz gut aus. Und das ist wohl die Batterie hier, die CMOS-Batterie. Und da kann es natürlich sein, mache ich vorsichtig mal ab, ist ja festgeklebt, ganz einfach. Kann natürlich sein, dass jetzt gleich
die Information verloren geht. Und das ist die Knopfzelle. Gibt es entweder als 2032, ist ein bisschen größer und das ist hier eine kleine Variante. Und hier ist das dann zu sehen. Das hier ist die WLAN-Karte, noch ein Riesending. Und hier neben das ist tatsächlich ein Modem. Da habe ich mich eben auch gefragt, was das hier sein mag. Und da geht das kleine schwarze Kabel hier hinter und da kann man tatsächlich noch eine analoge Telefonleitung anschließen, hier direkt neben den Stromstecker und kann dann über Modem online gehen. Und schon fertig, Windows 10 ist da drauf und ich gucke mal nach der digitalen Lizenz, die sollte jetzt ja auch drauf sein. Und dann habe ich hier Windows 10 Pro digitale Lizenz aktiviert, ist prima. Jetzt kann ich das neu installieren von einem anderen USB-Stick, mal ganz sauber installieren, weil das ist ja nur ein Upgrade, ein Update von Windows 7. Hier sind ja dann auch noch teilweise meine alten Windows 7 Dateien drauf, die ich hier drauf installiert habe. Da gibt es den Ordner Windows Old. Also wenn man es richtig schön sauber haben möchte, dann immer noch mal neu installieren von einem USB-Stick. Ich schaue mal, was das Notebook macht. Da habe ich die Batterie hier rausgenommen und da kann man mit dem Schraubenzieher nochmal ganz vorsichtig die beiden Kontakte berühren, damit sich das hier kurz schließt. Und da sollte eigentlich jetzt jede Information aus dem BIOS draußen sein. Ich setze die Karte mal wieder ein, RAM und so weiter ist ja drin. Ansonsten sieht das auch noch richtig gut aus. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier irgendwas überhitzt oder ähnliches. Ich mache den Akku nochmal wieder rein, sicherheitshalber, und schalte es mal ein. So, Akku ist drin und Netzteil auch. Und wenn man hier am Stecker wackelt, dann sieht man, da leuchtet hier unten links das Licht. Wenn ich in den Stecker loslasse, dann geht es wieder aus. Also das hat definitiv einen Wackelkontakt an der Buchse, aber das kann man relativ einfach wieder hinkriegen, indem man das einfach mal festlötet, wenn es mehr nicht ist. Und ich schalte mal ein. Lüfter läuft schon mal an. Super Passwort ist draußen, da bin ich ja richtig froh, dass man hier sonst nichts machen muss, weil im Internet gibt es jede Menge Videos mit möglichst komplexen Geschichten, wie man Passwörter entfernt mit irgendwelcher Software, die man sich runterladen kann. Aber das ist der einfache Weg, hier ganz klassisch einfach die Batterie rausmachen. Das funktioniert eben bei älteren Modellen hier ungefähr so 2006, 2007, 2008. Aber bei ganz neuen funktioniert es teilweise eben nicht mehr, weil da das BIOS in einem EEPROM gespeichert ist. Da sieht man hier dann auch, Supervisor Passwort ist clear, User Passwort ist auch weg. Da ist keins mehr drin und da kann ich jetzt auch einstellen, von was ich boote. Den USB-Stick, den hat es auch gefunden, boote ich mal von dem und guck mal, ob das Notebook als solches noch funktioniert. Jo, da hat es gebootet von dem USB-Stick. Der gleiche USB-Stick, wie ich den eben in dem Rechner hier drüben hatte. Und da kann ich mal einen RAM-Test machen und dann sehe ich mal, was hier für eine CPU drin ist. Da ist hier drin Intel Pentium T2060, 1,6 GHz. Das ist natürlich nichts Wildes, aber reicht vollkommen. Dann 2x512 MB RAM, also 1 GB in der Summe. Hier wird die Temperatur nicht angezeigt, da gibt es wohl keinen Sensor, worüber das Programm das auslesen könnte. Aber auch hier ist jetzt erstmal kein Fehler festzustellen. Das RAM funktioniert von dem Notebook, alles getestet, alles einwandfrei, also auch kein RAM-Defekt oder sonstiges da. Und ich baue die Batterie und die Platte wieder ein und dann gucke ich mal, ob er davon bootet. Batterie ist wieder drin und ich habe auch hinten natürlich den Akku rausgemacht, dass er keinen Kontakt mehr hat. Und hier das Kabel, nicht dass man jetzt hier mit der Karte oder mit dem Schraubenzieher aus Versehen irgendwo einen Kurzschluss produziert, das wäre natürlich ärgerlich. Und ja, wird wirklich sehr heiß. Also hier kann man kaum hingreifen. Ich guck mal, wie es hier mit der Temperatur aussieht. 37 Grad, aber das misst nicht immer richtig, ist mir aufgefallen. Manchmal hält man auch ein bisschen daneben und dann zeigt es andere Werte an. Jetzt 37, aber wenn ich hier den Finger hin tue, dann ist es merkbar heißer. Platte wieder einbauen und kann man das mal testen. Aber wenn ihr so ein altes Notebook habt oder findet oder geschenkt bekommt oder sowas, dann solltet ihr auf jeden Fall mal euch um den Lüfter kümmern, weil das wird schon richtig warm hier drüben. Der Lüfter ist mit Sicherheit stark verstaubt. Da kann er nicht von der Platte booten, weil diese Platte tatsächlich mit einem Passwort geschützt ist. Ich gehe mal ins BIOS rein und kontrolliere das nochmal. Ich gehe mal stark davon aus, dass das Passwort im BIOS tatsächlich immer noch weg ist. Und mit F2 geht es hier ins BIOS. Ja, da bin ich drin
und kann mir das bei Security hier oben mal angucken. Da sollte das sein. Ja, Supervisor Passwort ist keins da, User Passwort auch nicht, aber HD0 Passwort hat das BIOS jetzt auf der Platte wohl gefunden. Und mal gucken, ob ich hier was ändern kann. Ja gut, ich könnte es ändern, da brauche ich aber natürlich das alte Passwort für, und das habe ich ja nicht. Ja, und das kann ich natürlich hier nicht löschen. Mal gucken, ob ich es mit dem Stick löschen kann. Boote ich mal von dem Stick. Ich habe die Bootreihenfolge umgestellt auf diesen USB-Stick, der hier drin steckt. Funktioniert aber auch nicht, weil das BIOS hier die Platte findet. Die Platte, die dann eben ein Passwort hat und will auf jeden Fall, bevor überhaupt irgendwas passiert, hier das Passwort für die Platte haben. Ich gucke mir das nochmal im BIOS an. Nicht, dass es falsch gespeichert wurde oder dass ich es aus Versehen nicht richtig eingetragen habe. Ist ja auch gut möglich. Und da gucke ich mal in der Bootreihenfolge. Und da sieht man hier, da ist oben der Kingston-Stick an erster Stelle, dann das DVD-Laufwerk und hier unten die Festplatte. Die ist von der Bootreihenfolge komplett ausgeschlossen. Also von der boote der eigentlich gar nicht. Und trotzdem geht es nicht, weil das BIOS eben eine Platte findet, die ein Passwort hat. Und dann stoppt es direkt am Anfang. Die ausgebaute Platte hier ist also mit dem Passwort geschützt und die kann ich gleich mal anschließen hier drüben an den Windows 10 Rechner, also den jetzigen Windows 10 Rechner mit so einem Adapter. Einfach mal an USB dran, dann gucke ich mal, was Windows 10 dazu sagt. Und hier probiere ich einfach mal eine andere Platte. Das hier ist auch eine Platte, eine ähnlich alte. Hat ein Zuschauer gespendet, der Sager Alex Out, Dankeschön. Und ich mache die mal probehalber hier rein und starte dann mal das Notebook und guck mal, ob es dann funktioniert, und davon gehe ich mal aus. Eingeschaltet ist es schon mal und jetzt müsste eigentlich von dem USB-Stick booten, tut er auch. Also die Platte, die hier drin ist, die verursacht jetzt keine Probleme. Also dieses Passwort, das hat auch nichts hier mit dem Rechner zu tun, sondern das ist tatsächlich hier auf der Platte drauf, und hier kann ich jetzt entsprechend das System booten und kann die Platte, die hier drin ist, formatieren oder da irgendein Windows drauf machen. Bei dem Acer Desktop PC, da ist Windows 10 fertig installiert und ich mache mal einen Check, was Temperaturen betrifft. Gucke ich mal 37 Grad nach, wenn das mal stimmt. Das scheint mir sehr wenig zu sein. Hier die Grafikkarte, 52 Grad hier oben drauf gemessen, und jetzt habe ich 54. So in etwa könnte das wahrscheinlich auch hinkommen. Wobei, wenn man jetzt hier dran greift, das ist schon sehr heiß, also da nimmt man die Hand besser weg. Und hier oben ist noch der USB-Stick drin zum Installieren. Der kann raus. Und ich stecke mal die Platte rein und gucke mal, ob das hier funktioniert. Ob der Port hier genug Strom liefert. Es kann natürlich sein, dass die Platte jetzt nicht richtig erkannt wird, weil das ja nur ein USB 2.0 Port ist. Irgendwas passiert da meistens immer, wenn man so eine Platte anschließt. Das muss aber jetzt nicht heißen, dass die auch ordnungsgemäß funktioniert. Die Platte wird jetzt gar nicht angezeigt und ich fahre den Rechner mal runter und schließe die mal direkt hier an SATA an. Ich schließe die Platte einfach mal hier an den Adapter an, der hier oben drin war für das Blu-ray-Laufwerk, also an den SATA-Stecker. Hat jetzt hier Strom, jetzt sind sozusagen dann zwei drin. Einmal die SATA hier unten mit dem Windows 10 drauf und hier oben dann die aus dem Notebook, und das Blu-ray-Laufwerk ist gar nicht angeschlossen. Und mal gucken, was da passiert. Und ja, da passiert gar nichts, habe ich schon so mal vermutet. Da erkennt natürlich das BIOS auch hier, dass die Platte quasi ein Passwort hat, dass die gelockt ist. Und hier wird eben keine Anzeige dargestellt oder sowas. Das bleibt dann einfach hier so hängen. Das friert dann einfach ein, an dem Punkt startet es auch nicht weiter. Geht auch nicht ins BIOS rein. Passiert gar nichts. Ich schalte es mal aus und mache mal hier den Datenstecker ab, den SATA-Stecker. Und kann jetzt auch sogleich ermitteln, ob es vielleicht an dem fehlenden Blu-ray-Laufwerk liegt, was ich aber mal nicht vermute. Und da drüben kommt wieder hier das Acer-Logo. Und jetzt müsste es ja weitergehen. Tut es auch. Jetzt bootet er weiter von der SSD des Windows 10. Also die Platte, die verhindert hier den Start, weil hier ein Passwort drauf ist, ist auf der Platte gespeichert und wird so durch die Elektronik ans BIOS übermittelt.
Soweit alles getestet und soweit alles auch wieder funktionsfähig gemacht. Also warum die Sachen jetzt auf dem Schrott landen, ist mir absolut rätselhaft, absolut schleierhaft, kann ich nicht nachvollziehen. Hier der Rechner 10 Jahre alt, aber Core i5 funktioniert wirklich super. Die Lüfter, die muss man mal sauber machen, hier unten eventuell mal tauschen auch. Dann ist da auch eine Ecke leiser, hört man vielleicht nicht so im Video, aber ist schon ein bisschen lauter als andere Rechner, hat aber natürlich auch deutlich mehr Rechenleistung als irgend so ein Office-PC oder irgend so ein Office-Notebook. Und hier drüben, das Gerät funktioniert auch, hat hier drüben einen kleinen Wackler drin, aber auch nur dann, wenn man wirklich mal dran rüttelt. Jetzt leuchtet die LED, jetzt hat er auch Strom. Und gut, die Platte ist gelockt, die kann man so natürlich jetzt nicht mehr verwenden. Die kann man entweder entsorgen oder es gibt wohl auch irgendwelche Tools zum Entfernen von so einem Passwort. Da wird die dann entsprechend formatiert. Ja gut, bei 160 GB hier, da macht es jetzt nicht allzu viel Sinn. Aber warum auch so ein Monitor mit wegfliegt, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Also Full HD 16:9 oder Breitbild eben und ja, super sauberes und gestochen scharfes Bild. Also wirklich, wirklich schade, sowas wegzuschmeißen. Wenn man sich das Mainboard mal genauer anguckt, dann stellt man auch fest, dass man da nichts feststellt. Heißt also, die Kondensatoren sind in einem super Zustand, die sind super flach hier und hinten hat Solid Cap Kondensatoren, die sind auch wirklich okay. Die halten auch sowieso eine ganze Weile länger und das Mainboard hat auch keinerlei Verfärbung. Manche Mainboards, wenn man mal genauer schaut, an einigen Stellen so um die CPU rum, da sind die ein bisschen dunkler, da wurde es eben im Laufe der Jahre sehr heiß. Das ist hier gar nicht der Fall. Also das Mainboard sieht auch aus wie neu und die Grafikkarte ist natürlich nicht mehr die aktuellste. Mal gucken, vielleicht lasse ich mal Fortnite oder Apex oder Battlefield drauf laufen. Muss ich mal schauen, was ich da mal installieren kann. Da wird es mit Sicherheit auch keine 60 Frames pro Sekunde geben, aber das kann man mit Sicherheit schon damit noch spielen. Und für Office und sowas reicht es sowieso allemal aus. Und Internet hier ist gar kein Thema. Mit der SSD wird es super schnell. Und ich habe ja viele aktuelle Geräte gezeigt, auch einen PC zusammengebaut. Blende ich hier oben mal ein. Und dieser aktuelle PC, der war gefühlt genauso schnell wie dieses Gerät jetzt hier, was 10 Jahre alt war. Ganz klar, wenn man natürlich jetzt anfängt, Videos zu rendern oder irgendwelche Spiele zu spielen und dann 60 Frames erwartet, da geht natürlich so ein Prozessor in die Knie und die Systemleistung, aber für die ganz normalen Office-Sachen reicht das 100 Mal. Das Notebook, das ist natürlich ein Oldtimer. Das ist schon so ein richtiger Klassiker. Schön, dass es funktioniert und da kann man natürlich auch eine SSD reinmachen. Da kann auch Windows XP drauf, kann man als Gaming-Notebook für XP-Spiele noch benutzen. Ich habe hier mal gebootet die Ultimate Boot CD und das funktioniert auch alles. Auch die neue Platte, die ich eingebaut habe, die wird hier angezeigt. Da könnte man jetzt was drauf machen, aber das ist natürlich kein Geschwindigkeitswunder. Und auch für Office-Sachen ist es schon so ein bisschen kritisch. Hat ja nur 1 GB RAM, aber auch da, das könnte man reinstellen. Irgendwo in eBay-Kleinanzeigen zu verschenken oder für 5 Euro, das wird mit Sicherheit bei sowas auch ein Liebhaber finden. Bei dem Rechner werde ich mit Sicherheit nochmal versuchen, hier eine andere Grafikkarte einzubauen. Mach nochmal ein bisschen Software drauf, ein paar Spiele und so weiter. Dann gucke ich mal nach dem Blu-ray-Laufwerk hier oben, ob das auch Blu-rays abspielen kann. Auf der anderen Seite hat man am Anfang des Videos gesehen, da waren ja jede Menge Keys drauf, die draufgedruckt sind von Mediamarkt wohl. Und da war Software, die man sich runterladen kann. Mit dem Key könnte man auch vorstellen, dass hier man Blu-ray mit abspielen kann, dass da auch eine lizenzierte Software noch gibt. Muss ich mal schauen, wie das hier funktioniert, was ich damit mache. Aber der funktioniert einwandfrei. Auch, wie gesagt, ist ein Core i5 der ersten Generation. Ist ja ein richtiger Klassiker. Wirklich viel zu schade, um den irgendwo zu entsorgen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm einfach einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr Fragen habt, Kommentare, Anregungen, schreibt die unten in die YouTube-Kommentare rein. Da antworte ich gerne drauf. Besucht dann mal die Seite tooltime.de, die seht ihr hier drüben. Und da gibt es noch hunderte andere Beiträge und Tipps und Tricks, wie man Windows 10 schneller macht. Oder hier, wie man Windows 10 neu installiert, so wie man das jetzt hier gesehen hat, was man machen kann hier, wenn das Laptop gar nicht mehr angeht, wenn der Bildschirm schwarz bleibt oder hier solche Versuche, wie man die Festplatte offen betreiben kann oder jede Menge andere Tipps und Tricks zu Google Chrome, zu Firefox, zu Windows 10. Schaut euch da einfach mal um, da blende ich unten auch ein paar Links ein und schaut mal unten in der YouTube-Videobeschreibung, da findet ihr auch den Link zu der Seite. Hier blende ich noch ein paar andere Videos ein auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut, repariert, wie man Windows 10 installiert, Festplatten klont auf SSDs
Oder Windows 10 Probleme behebt, da seht ihr, wie man andere Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und Instandsetzt von Canon Brother und so weiter. Schaut euch einfach mal um auf dem YouTube-Kanal, da sind auch noch jede Menge Videos für euch.